Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Spiel. Mir fällt gerade auf. Yo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, einer weiteren Folge, und zwar der 5. oder so. Assassin's Creed 3. Wir sind in Boston angekommen und ja, wir haben die volle Synchronisation hier erreicht. Kurz, also in der letzten Folge, und jetzt ist unsere Mission da. Den lieben, ich überlege gerade, ist das der gute Charles Lee, den anzusprechen, und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Oi, Catherine, alte Schabracke. Her mit dir. Papa braucht einen Drink. Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer verskraft. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Ja, interessant auf jeden Fall, was der Thomas Jefferson, war das glaube ich, damit der guten Dame macht. WTF, ja. Und jetzt ist er sie schon wieder los. So. Dann wollen wir raus und mal die Mission erfüllen. Hinaus in die weite Welt. Beziehungsweise besser gesagt, hinaus in das wunderschöne Boston. So, und dann gehen wir jetzt, sprechen wir wieder mit dem Charles Lee und einem Chiro. Wunderbar. Charles? Sir? Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Das war Benjamin Church. ich finde es eindeutig sehr interessant. Nicht Höhe, okay. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, wie wir als feine Briten einfach so Türen eintreten, ne? Sehr verwunderlich. Sonntagsbraten, spült sie mit Durham Ale hinunter und vergnügt euch auf der neuen Bowlsbahn hinter dem Haus. Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet, sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben, am helllichten Tag, unerhört. Was für ein aufgeblasener Knappe. Ein Hinweis an alle Bürger. Die Brücke über den Mühlteich ist einsturzgefährdet und sollte von so, Spaziergängern. Wir stellen uns jetzt mal hier ganz cool dazu. Ein skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern wären sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Ja, das mit dem Kletter und so ist mir bewusst. Dann wollen wir mal auf die nächste Kirche klettern und die Gegend synchronisieren. Dann machen wir das mal. Toll für die Kirche. Man konnte früher die Esel. Hast du mich gerade Esel genannt? Guck mal,
Ist ja nicht klein. Das ist ungefähr so wie, ja. Keine Ahnung. Mir fällt dazu gerade nichts ein, aber jetzt habe ich gerade eine total komische Stimme, beziehungsweise ich habe so ein, wie die Franzosen sagen würden, einen Frosch im Hals. Und oh, guck mal, die gehören hier schon zum Friedhof dazu. Sind schon längst Bestand, also wie die aussehen. Kommt man hier hoch? Ja. Das Klettern, das Grid ist immer das Geilste. Wenn die Charaktere einfach an wirklich allem hochklettern können. Die Tür lässt sich bestimmt niemals öffnen. Aber ja. Ist die Kirche eigentlich aus Holz oder aus Stein? Sieht bald so aus, als wäre es aus Holz. Das ist... Fällt mir gerade auf. Die Kirchen in... Wurden die Kirchen in Amerika? Gibt es da auch so eine Steinkirchen wie bei uns? Oder ist das europäisch? Muss ich gleich mal gucken. So, auf jeden Fall... Oh, wir haben ein wonderful Ausblick, ne? Guck mal, da ist Westen. Da ist... ich weiß nicht. Ist das ein O? Das ist kein O, oder? Ach, das ist ein East. East, North, West, South. Und E. Nein. Hoch da und E. Dann höre ich mal zu. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Alles klar. Mit ein bisschen Glück. Ach so, aber. Ui, das ist wieder toll. Dieser Sprung ist einfach zu schön, wenn man den machen kann. Also, guck mal, hier ist der süße Hund, ja. Ja, naja, so sieht er jetzt nicht aus, aber... Oh, ich soll da hinten hin? Hier sind keine Leute zum Untertauchen. Ich finde das hier nicht schön. Ich glaube, ich gehe eher hier hin. Oder so. Nein. Oder ich muss zu allen dreien hin, das wäre natürlich kacke. Church, dass die Schuld so oder so beglichen werden würde. Ich beneide ihn nicht. Er hat harte Zeiten vor sich. Was glaubst du, planen sie? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Cutter war bei ihm. Bestimmt suchen sie einen ruhigen Platz für ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen ab. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. So, das war Belauschung. Blablabla. Belauschung Nummer 1. Und wir sind nicht gescheitert. Hier geht's nicht weiter. Ach man, nein, ich will nicht gegen Wachen kämpfen. Ich habe keine Lust, jetzt gegen Wachen zu kämpfen. Ich muss irgendwo hin, wo die mich nicht mehr sehen können oder so. Dann kletter ich jetzt schnell hier auf die Kirche wieder hoch. Schnell ist gut übrigens. Die Wachen bemerken mich. Ja, super. Läuft doch voll. Oh komm, bitte sag, die Wachen finden mich alle nicht. Ach, die stochern bestimmt in dem Heuhaufen rum, weil normalerweise ist man ja da, ne? So, komm schon. Ich will nicht mal wieder gejagt werden. Es war nämlich so, die Wachen sehen mich alle noch. Sehen die mich jetzt alle nicht mehr? Komm schon. Sag bitte, dass die Wache mich da unten nicht mehr sieht. Ich bin... Endlich. Interessiert mich nicht, was Herr Montresieux oder wie auch immer der Typ heißt, gemacht hat. Kurz wieder gucken, ob die Aufnahme läuft, nicht, dass man die hier ständig abbricht. Ich werde die Folge mal gucken, jetzt auf 20 Minuten oder so machen. Opa. Ja. Na, guck mal, verstecken wir uns von Wachen. Wieso sind eigentlich einige von denen vermummt und andere haben so eine Hüte aus, als ob sie in der Sahara arbeiten würden? Sieht sehr recht drollig aus, wie ich behaupten würde. Drollig ist ein tolles Wort, wie ich übrigens finde. Achso, ja, sicher, ich glaube auch. Ich habe eine Liste gesetzt und einen die Herolde gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Ei, was soll ich tun? Drogen bringen nichts und ich will nicht buckeln. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund.
Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es. Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Ja gut. Ich dachte mal, Wachen sind zu zweit unterwegs. So, das heißt, wir wollen mal einfach weiter hier. Nein, Mann! Nein, ich will hier nicht von irgendwem angegriffen werden. Nein, ich habe nicht so tief ins Glas geschaut. Komm, zack, zack, hoch hier, zack. In der Zeit synchronisieren wir das mal hier ein bisschen eben, ne? Also, ich kann, wollte das eigentlich offscreen machen mit dem ganzen Synchronisieren-Quatsch, aber... Aber wenn wir jetzt hier sowieso von irgendwelchen Wachen ständig verfolgt werden, dann mache ich das nebenbei immer noch. Die Frage ist jetzt, da ist der Heuhaufen. Zack. Sind jetzt endlich wieder weg. Komm, lauf mal weg und guck nicht hierher. Der Typ da, genau. Genau der. Ich hoffe einfach mal, er bemerkt mich nicht, dann gehe ich zu der Seite hier raus. Nee. Ja, ich war in einem Heuhaufen, das hast du aber nicht... Nein! Nein, fuck! Nein, Mann! Scheiß auf den... Och, Mann! Ich wollte den nicht abstechen, ich wollte den nicht erschießen, ehrlich nicht. Das ist halt wirklich so. Zack, komm hier wieder hoch aufs Dach. Ich hatte eh nur einer gesehen. Da sind einige Sachen auf der Karte. Das muss ich alles mal herausfinden. Was mache ich vielleicht nicht in einem Dingsy, in einem, während ich zocke, während ich das hier für euch aufnehme. Sondern offscreen. So. Ja, der Mörder stand gerade direkt hinter dir. Ich bot ihnen Hilfe an. Doch sie schickten mich weg. Sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben Sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als Sie zugaben. Wohin brachten Sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. Ich soll unentdeckt bleiben, okay. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. So voll. Wahrnehmung ist fundamental für den Orden. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Ach komm, wir gehen hier lang, mein Freund. Wir laufen jetzt mal hin. Vielleicht seht ihr das Ganze nur als Dingsy. Oder auch nicht. Weil ich gerade weiter labern kann, aber ich hab kriegt langsam eine trockene Stimme. Oh, ich soll jetzt an W. Scheint so, als ob oben auf dem Dach auch jemand drauf ist. So mein Freund. Jetzt wird's langsam spaßig. Wir gehen zu der Personengruppe hier vorne. Stellen uns hier zu. Oh, das sind anscheinend einige. Ich jetzt mal kurz hier hingehe. Und
einen davon hole. Ist das eine Schlangengrube? Ganz ruhig. Ich finde dich. Gut, dass wir dem unentdeckt bleiben, ist dann wohl gescheitert. So, first one, death. Und jetzt greift er an und zack, da haben wir gekontert und... Und jetzt noch den letzten und zack. Boom. Hey, my friends, you're all dead. So, und jetzt muss meine Begleitung mir mal folgen. Dann los. Genau. Ja genau, ich könnte die mal plündern, die Leichen 402. Ich weiß, mit dem Plündern ist ziemlich uninteressant jedes Mal, aber es bringt mir halt so richtig Cash an, ja? Gehen wir. Komm, so, gehen wir heißt jetzt... Achso, ah, fuck. In welches Gebäude wollten wir überhaupt rein? Wartet. Da im Wasser stehen zwei, da stehen die beiden. Macht ihn fertig! Gott, da ist er ja! Scheiße, nichts hier. Lauf, lauf. Nicht beachten. Ich verschwinde augenblicklich. So, da hebe ich die Waffe auf. Charlie, geht's noch vollkommen gut? Okay. So, die Leichen wieder plündern. Plündern. Du kannst mir ruhig folgen, Charles. Ich nehme bloß ein paar Körper durcheinander. Durcheinander. So, Aufnahme läuft. Oh, 18 Minuten schon. Wir beeilen uns jetzt mal. Zack. Wir können richtig viel Werbung schalten, weil es halt über 10 Minuten ist, ne? Kappa, und... Dann gehen wir einfach mal hier hin. Folgt mir, Charles. Charles! Charles, please follow me. Now. Hallo. Folgen. Komm hinterher. Gut, du kannst. Gut, der kann ja auch rennen. Schön, dass wir vorhin gelaufen sind. So, warten. Zugesperrt. Tja. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Lasst uns den Schlüssel finden, würde ich sagen. Hm. Nicht klettern. Verdammt, packt ihn! Dich hole ich mir. So, den haben wir durchsucht. Hey, komm, bleib stehen. Wir müssen uns... Dude, du bist unser... Hallo? Hallo, du bist unser Schlüssel. Also vielleicht, oder du bist tot. Ich glaube, du bist mehr tot als unser Schlüssel, aber... Nein. Hä, wieso kann ich nicht? Wer jetzt nicht, die Distanz ist zu weit. Und jetzt? Halte den Kerl auf! Jetzt! Gott, verliert ihn nicht wieder! So, den kriegen wir jetzt easy. Komm, zack. Geht's Boden. Äh,
ich jetzt den Schlüssel schon? Nee, habe ich nicht. So, doch, habe ich anscheinend schon. Nee. Das heißt, unser letztes Opfer hat den Schlüssel, oder doch nicht? Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Dann pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Deine Eltern müssen ja sehr stolz sein, ein so prächtiges Exemplar gezeugt zu haben. Still jetzt! Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren. Halt doch mal schnell. Die Mist aus! Oi! Hier drüben, ihr Bastarde! Kommt schon! Greift mich an! Ich öffne dir den Bauch! Wer seid ihr? Heather Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Und wie ich, Mr. Church, unser, ich wollte gerade sagen, Hafendinner veranstalten, werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Und damit verabschiede ich mich recht herzlich von euch und wir sehen uns dann wieder. Wir stehen momentan vor Adams Tavern. The greatest, steht da, Rum in Boston. So, ladies and gentlemen, cheerio!